So, gehen wir hier wieder ganz runter. Dann können wir jetzt hier vielleicht in diese Ecke unseren Inclined Loop setzen. Das wäre natürlich full of the absolutely awesomeness und so. Oh, aber 13, ne? Das ist. Das wird ja wieder so ein Himmelfahrtskommando. So, der Schwung durch den Looping rum, dann in den Inclined Loop rein. Dann gucken wir mal, wie viel Schwung das gute Stück noch hat. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, dass die Teile ziemlich viel verlieren von dem Bewegungsimpuls. So. Gut, sie behalten dann wohl doch ziemlich viel Energie. Gut, aber das stört uns jetzt nicht weiter. Hoffe ich zumindest. Noch eins weiter runter. Jetzt sind wir da schon wieder auf Nullniveau. Das ist doch zum Heulen. Egal, da baue ich hier halt einen Berg hin und dann kommt das alles in den Tunnel und so. Das habe ich keine Probleme mit. Bescheiß ich halt. So, der Inclined Loop. Und dann würde ich fast sagen, dass wir jetzt so langsam an dem Punkt sind, an dem ich gewissen auf die Blockbremse setzen kann. Da schlängeln wir uns hier dann so rauf. Mach ich mal, glaube ich, von. Ne, das reicht. 28, 20. Klausbremse. Ja, dann haben wir hier jetzt aber im Prinzip den First Drop nur in klein. Das wäre ja dann irgendwie witzlos. I have an idea. Ich sollte mich vielleicht daran erinnern, dass ich da später noch Stützen drunter setzen muss unter dieses gute Stück hier. Aber was soll's so? Das war irgendwie jetzt Käse. Machen wir das anders. Ich versuche hier so einen Bereich freizulassen, weil ich habe mir das. Also ich stelle mir das ganz momentan so vor. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt mit den Objekten ist. Aber dass das hier halt auf so einer Strandpromenade ist, und dass hier, also das, was ist der Strand, dass hier halt so das Wasser bis hier dann so hingeht und vielleicht dieser Teil sogar über dem Wasser drüber ist dann. Und dann kann ich hier so dingmäßig, promenadenmäßig da was hinzaubern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Obwohl wir haben, ja, ich weiß, ich reise schon wieder etwas Gebautes ab, aber das ist mir jetzt gerade Schnurzpiepe.
wenn wir diesen Blockabschnitt nämlich auslagern und dann hier weiterbauen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass das hier die Außengrenze sein sollte, dann kann ich das wirklich hier ziemlich geil machen. Hier so Wasser und dann kommt hier noch andere Attraktionen. Boah, das ist die Idee. Die anderen brauchen gar nicht erst zu dem Contest anzutreten. Ich werde euch alle ownen. Das heißt, die Kriegserklärung, jetzt waren, sind sie alle besser als ich und ich werde letzter. Also, ich sehe es kommen. So, ja. Und jetzt. Ja, warum denn nicht einfach mal eine Schussfahrt? Das wäre doch jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann gehen wir hier in so eine hübsche Senke rein. Das hier ist aber Kacke. Ganz ehrlich. Ich kann euch noch mal kurz erklären, warum. Nämlich, wenn ich hier das so mache, dann wird später der Coaster um ein Feld höher. Und dann wird's ekelhaft. Deswegen müssen wir das irgendwie anders produzieren hier. Na klar, im Endeffekt ist es egal irgendwie, aber eigentlich auch nicht. Falls ihr versteht, was ich meine. Lass ihn mal nach links abhauen. Machen wir hier sowas. Hier so ein bisschen dämliches Rumgekurve. Und hier geht's jetzt hier weiter. Wir sind jetzt kurz vor der Station, theoretisch. Deswegen muss ich jetzt. So, der erste Schraubenzieher geht nach links. Jetzt, wie baue ich weiter? Sag mal, ich bin aber so dumm, diese scheiß Interlocking Corkscrews dahin zu klatschen. Doch, wahrscheinlich schon.
Das wäre jetzt natürlich auch eine Idee, die mit deinem Kopf rumschwirrt. Ich weiß, da wollte ich Wasser hinbauen, aber wartet mal da noch ein paar Folgen ab. Ich habe da jetzt gerade eine Idee gekriegt. Vielleicht wird hier ausnahmsweise mal gut. So, da sind dann die Interlocking Corkscrews mit drin, die ich da rein haben wollte. Es war erst irgendwie jetzt klar, dass das nicht, dass es um ein Feld nicht reicht, aber Fahrt vor dem Reich. Der rettet mich jetzt hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt insgesamt gegangen ist oder die Aufnahme. Ich werde dann dementsprechend die das Ding, die Aufgaben, Aufnahmen unter Umständen splitten, also dass ich da zwei Folgen draus mache. Ich weiß noch nicht genau. Ich gucke mir das dann am Ende erst an. Wird in der Beschreibung stehen. Das wird nicht ganz reichen. Es reicht perfekt. Was bin ich ein Gott? Perfekt, würde ich fast sagen. Also das passt jetzt genau in den Dreizugbetrieb rein. Vielleicht können wir das ja. Ich fahre das mal auf 8 runter. Vielleicht klappt es dann noch besser, dass dann weniger Platz zwischen einzelnen Zügen in der Station ist. Das wäre natürlich awesome. Da würden auch die Abstände der Züge untereinander auf der Strecke nicht so groß werden. Weniger Wartezeit in der Station und die Züge sind. Die Gefahr, dass es aus Versehen stehen bleibt, ist dann nicht so groß, weil da mehr Abstand dazwischen ist.
haben schon zeigt mir jetzt, wie viel das Ding wert ist, an Werten, an Werten wert ist. Und dann würde ich sogar sagen, haben wir das für heute. Aber es ist. Dafür, dass es mein erster ist, finde ich ihn gar nicht mal so scheiße. Wenn das alles funktioniert, was ich mir hier vorgenommen habe. 2,4 seitlich, seid ihr behindert? Wo kriegt der denn 2,4 seitlich? Egal, wurscht. Ist es mir scheißegal. RCT2 berechnet hier, wahrscheinlich hier in den Interlookings wieder Werte, die es da so nicht gibt oder geben wird. Und dementsprechend kann ich leider nicht nachhelfen. Da ich die unbedingt drin haben will, wenn man die noch langsamer durchfährt, wird es ja auch langweilig. Ja, jetzt geben wir dem Timer noch einen Namen. Mir ist da gerade einer gekommen, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Skrillex, das ist eine Band, von der ich vor einigen Tagen gehört habe, die finde ich eigentlich recht geil, auch wenn es keine Metal-Band ist. Ja, ich höre auch andere Sachen als Heavy Metal. Ja, und die fand ich jetzt irgendwie gerade passenden Namen. Vielleicht wird auch noch geändert, weil ich Skrillex für eine andere Attraktion benutzen werde, die in meinem Park da steht. Und ich weiß es ja noch nicht, vielleicht auch nicht. Ja, ich denke schon, dass ich die noch umbenennen werde, weil mir da gerade ein ganz netter Name. Ich glaube, Skrillex werde ich bei meinem B&M Wing Rider in meinem Park, im Spreepark benutzen. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Jetzt gebe ich dem Ding vielleicht noch eine hübsche Farbe. Und dann sind wir soweit fertig für heute. Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass ich diese Strandthematik machen will, dann wäre das doch dieses Blau eigentlich ganz geil. Oder vielleicht auch graue Stützen. Oder schwarze Stützen. Schwarze Stützen. Schwarze Stützen der Awesomeness. Und jetzt noch irgendwas so hübsch. Jetzt noch so eine hübsche Farbe für so ein Beach Coaster halt. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir unseren Coaster gebaut haben. Ich habe vorgelegt, Freunde, ihr müsst nachlegen, also die, die bei dem Contest mitmachen und hier trotzdem noch zugucken. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Contest. Ich werde auch mal den Link ins Forum stellen unten zum Contest und generell zum Forum, damit alle, die sich noch nicht registriert haben, sich dann noch registrieren können und alle, die noch Lust haben mitzumachen, noch mitmachen können. Ich glaube, Anmeldeschluss war der 18. Dezember. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist da auch schon Abgabeschluss. Wer weiß, wer weiß. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Ich werde versuchen, Inselfieber weiter versuchen zum Laufen zu kriegen, wenn ich irgendwann wieder genug Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, also neu anfangen werden wir dort auf alle Fälle müssen. Dementsprechend verpasst ihr da jetzt auch nichts groß. Wir werden neu anfangen müssen. Mal sehen, wie das vonstatten geht. Schade eigentlich um das Projekt. Naja, egal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.